Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zurück zu einem weiteren FIFA 20 Ultimate Team Trading Tipp. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr mit dem Team of the Season wirklich sehr viele Coins machen könnt. Und ihr habt ja schon wahrscheinlich anhand des Ultimate Team Contents gesehen, dass es dieses Jahr ein bisschen anders sich verhält. La Liga kommt direkt nach Premier League, wobei eigentlich die Bundesliga ja kommen sollte. Von dem her kann man darauf spekulieren, dass jetzt als nächste Liga die Bundesliga kommt. Muss natürlich nicht zu 100% sein, kann auch zum Beispiel die Ligue 1 kommen, könnte man auch damit traden. Und wie, das zeige ich euch heute, denn es gibt ja immer diese SBCs, diese Upgrade SBCs, wo man eben die Ligenspieler dazu braucht. Ja, von dem her können wir uns jetzt schon mal fokussieren. Hier auf Gold, dann hier einstellen auch nochmal Bundesliga und dann hier eben bei dem Bietenpreis ungefähr 700 Coins, maximal 57. Und da wirklich diese Rare-Spieler erbieten. Ihr müsst dazu ein bisschen weiter nach hinten gehen. Die von der Bundesliga anscheinend sind schon in den Ticken angestiegen. Ihr könnt natürlich trotzdem die Jungs versuchen zu snipen. Das ist natürlich immerhin noch möglich. Ne? Wir gucken ganz kurz hier mal über die andere Liga. Und zwar die Ligue 1, wie es da aussieht. Und zwar, ja, die kriegen wir noch easy für 757 Coins. Gucken wir mal kurz hier rein. Ja, da muss man einfach natürlich Geduld haben. Man kann da definitiv noch hier die Spieler für 757 bekommen. Man braucht einfach da die Geduld. Kann da natürlich auch über den Snipe-Weg gehen. Aber da wirklich die Leute in Massen mitnehmen. Hier, 57. Ja, also die wirst du auch bekommen für 57. Also spätestens zum Snipen könnt ihr die bekommen. Aber wenn ihr auch drauf bietet, könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr da echt einige für 750 mitschippen könnt. Ja, definitiv. Also ihr könnt euch da wirklich ein paar auf die Beobachtungsliste setzen. Ich werde jetzt rausgeschmissen. Geil, bestes Leben. Auf jeden Fall, setzt euch die wirklich auf die Beobachtungsliste. Chippt die mit. Wie gesagt, ihr könnt auch über den Snipe-Weg gehen, über Bundesliga, über ja, die Liga. Ihr könnt natürlich auch über die Serie A gehen, denn da könnt ihr natürlich auch versuchen, den Weg zu machen mit dem einen Spieler. Oder was heißt mit dem einen Spieler, mit den ganzen Spielern und darüber die Coins machen. Die Upgrade-SBCs werden definitiv kommen, das war auch bei den letzten Malen so der Fall, deswegen wird das auch wieder zu diesen Ligen kommen. Investiert da wirklich in Massen rein und ihr werdet in den nächsten 1-2 Wochen, je nachdem wann die Tots genauer kommen, natürlich extrem viele Coins nochmal machen. Kann ich euch definitiv nur ans Herz legen, das wäre es soweit gewesen. Jungs, haut rein, bis zum nächsten Video, lasst knacken und ciao.